Hallo, hallo, mein Name ist Slurp und willkommen zur 150. Folge von Stardew Valley in dieser Staffel. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir müssen mal schauen, was wir heute machen. Ich hätte ja Lust, tatsächlich in die Schädelhöhle zu gehen. Vielleicht machen wir das auch. Wir müssen eh noch ein paar Schlangen besiegen. Dann kann man das doch bestimmt schön miteinander kombinieren. Hier sieht schon mal ganz gut aus. Wir müssen dann noch ein paar Bomben besorgen. Dann kann es eigentlich schon losgehen. Ich bin heute früh aufgestanden, um die Pflanzen zu gießen, aber sie waren schon gegossen. So was aber auch. Oh, wir können unsere... Herzlichen Glückwunsch zu einer erfolgreichen Inselfangreise. Ich bin stolz auf dich. Hier nimm dieses besondere Fischbecken. Es wird ein tolles Stück in deinem Haus sein. Das ist ja stark. Da könnten wir überlegen, ob wir das hier aufstellen. Ganz kurz. Da müssten dann noch alle Fische reinpassen, oder? Bilde ich mir das ein. Ich mach das mal ganz kurz. Ich will das mal kurz ausprobieren. Zack, 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 zack. Wo bist du denn? Hier? Achso, ich muss die ja so reinschmeißen. Irgendwann lerne ich das auch. Zack, 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 zack. Und es ist noch Platz für Froschi. Perfekt. Gürkchen. Oh, nee, das ist Froschi. Gürkchen haben wir einstecken. Aber... Das heißt... Das müssen wir noch ein bisschen schöner machen. Und dafür brauche ich hieraus Materialien, glaube ich. Ich nehme mal einen Stein mit. Und ich nehme mit Seeigel und eine Koralle. Und gucken, was wir alles unterbekommen. Ne, ich kann ja auch hier Algen reinmachen, ne? Wir probieren das jetzt gerade mal aus. Ich habe schon wieder so viel vergessen, was man alles da reinschmeißen kann. Oh, Piratenlied, perfekt. Ganz kurz hier mal gucken. Liebe. Okay, legen wir los. Wir machen rein. Dich. Und dich. Und dich. Ich passt alles rein. Ich hätte vielleicht noch mehr mitnehmen sollen. Und jetzt kommt's Beste. Der Seeigel hat einen Hut auf. Ich finde das großartig. Ah, schön. Das ist genau mein Humor. Wie sieht's denn hier unten aus? Oh, perfekt. Einmal ernten. Berühmte Käseernte. Wenn der Käse an den Bäumen wächst, dann muss der erstmal geerntet werden. Das kennt man. Das kennt man. Das ist kein Geheimnis. So funktioniert das. Jeder, der damals in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass Käse an Bäumen wächst. Perfekt, neuer Käse rein. Was gibt's denn hier Besonderes? Höhere Chance, Geoden zu finden oder Kohle? Aber beides ist gar nicht so prickelnd für die Höhle, um ehrlich zu sein. Ich nehme die Geoden. Dann einmal hier ernten. Wir müssen nochmal die Junimo-Hütte langsam mal angehen. Und mal schauen, wo wir die hinbauen. Oh, das machen wir wahrscheinlich im Winter. Das lohnt sich jetzt nicht mehr. Dass wir da mal planen, wo... Wir haben ja schon zwei Orte, wo es aber am besten hinpasst. Nämlich gar nicht so einfach hier auf diesem Hof. Ich glaube, 100% effektiv bekommt man sie eh nirgends aufgestellt. Aber wir können gucken, dass wir sie vielleicht so 80% effektiv hinbekommen. Und ich habe ja gehört, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, dass wenn man Rosinen reinmacht in die Junimo-Hütte, irgendwie der doppelte Ertrag erwirtschaftet wird. Stimmt es? Das wäre ja Wahnsinn. Müssen wir mal neues Gras besorgen. Hallo ihr alle. Einmal verkaufen. Ja komm, die verkaufen wir auch. Die heben wir mal auf. Zack. Zack. Pastinake. Bester Name für einen Hase. Für einen Hase. Gott. Oh, manchmal ist meine Grammatik einfach echt schlecht.
Wie soll ich einfach aufhören, im Let's Play zu reden? Dann wird es weniger peinlich manchmal für mich. Ich mach so ein Non-Commentary Let's Play. Das wäre doch bestimmt das Richtige. Können wir verkaufen? Das können wir eigentlich noch in den Keller bringen. Das können wir verkaufen. Ich würde ganz kurz mal mein Inventar leer machen wollen. Hier wird noch gearbeitet, leider, der Wein. Oh, ich habe hier noch die Lampe. Wir müssen eh nochmal ins Haus. Hier rein. Hier können wir eigentlich auch gerade mal neu spindeln. Bevor ich das wieder vergesse. Mal sortieren. Ja, die müssen wir noch... Die wollte ich jetzt eigentlich hier aufstellen. Weil es bestimmt ganz witzig aussieht. Aber ich kriege das, glaube ich, nicht... Ich müsste eins hier hinstellen. Aber das ist mir zu groß. Hier vielleicht. Und die müsste ich überlegen, noch umzuräumen. Hier vielleicht. Und du kommst auch mal weg. Ich weiß noch nicht, wohin. Vielleicht kommst du hier ganz in die Ecke. Nee, da ist statt. Da steht schon was. Guck mal, stell dich jetzt mal hier hin. Und dann ist doch gut. Ja, was packen wir denn da rein? Wir haben 28 Marmor. So viel brauchen wir ja nie im Leben. Wir können mal Jade reinschmeißen, weil wir davon echt schon viel haben. Dann können wir nämlich direkt die zweite. Das zweite Aquarium daneben stellen. Gefällt mir zwar nicht so 100%, aber ich finde die, aber ansonsten finde ich die Aquarien ja sehr, sehr, sehr schick. Muss man ja auch mal sagen. Weil die haben halt einfach schon diese ganze Deko, die hier halt noch künstlich hinzugefügt werden muss. Dafür haben die halt mehr Platz. Das muss man abwägen. Aber ansonsten sind diese Dschungel-Aquarien, wenn die so heißen, großartig. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich cool. Also gerade für Dekorationen machen die viel mehr her als hier das. Aber natürlich, hier kann man einen Hut aufsetzen. Das geht im anderen bestimmt aber auch. Gehen wir heute noch in die Schädelmine? Jetzt bin ich schon so lange hier unterwegs auf dem Hof. Großartiges Special, oder? Und was hat Slurp in seinem 150. Special gemacht? Ja, der hat halt so Schweine begrüßt und hat ein Aquarium aufgestellt. Was, und was noch? Also wann kommt das richtig coole, das große Event? Ja, dann hat er noch, also die Enten hat er gestreichelt. Und dann hat er auch nochmal bei Pierre vielleicht ein bisschen Gras eingekauft, wenn er das nicht vergessen hat. Da ist man beim Slurp nicht so ganz sicher, aber das ist nicht auch wirklich durch, also ob er daran auch denkt, wenn er das sagt. Okay. Klingt jetzt erstmal nicht so überwältigend. Doch, doch, war unterhaltsam. War gut gemacht. Danke. Oh je. Ich sollte auf jeden Fall Eventmanager, glaube ich, werden. Und was habt ihr euch überlegt für dieses riesengroße Konzert, auf das die Leute schon seit Jahrzehnten warten? Also erstmal gibt es so ein kleines Triangel-Solo. Dann machen wir eine halbe Stunde Pause. Und dann gibt es noch so ein kleines Flötenkonzert. Ja, schick. Schick. Können wir so machen. Ja, gute Idee. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zu Pierre. Wir kaufen ein bisschen Gras ein, bevor er zumacht. Unserem Grasdealer Pierre. Schädelhöhle ist, glaube ich, heute schon zu spät. Außerdem will ich eigentlich auch was haben, wo die Leitern kommen. Wenn ich schon so ein bisschen Luxusfantasien haben darf, dann hätte ich gerne Leitern. Ah, Pierre ist auf der Insel! Aber es spielt ja keine Rolle. Hahaha, Grasbündel. Gut, das reicht erstmal. Was können wir noch machen? Wir können schon mal in die Mine reiten. Der Buchhändler ist da. Wir haben so viel Kohle. Wir sollten mal gucken, dass wir vielleicht alle Bücher lesen. Es gibt ja auch das Achievement.
Übrigens, ich habe das, glaube ich, schon gesagt. Ich habe mir die Mods mal angeschaut. Aber es kam halt sofort die Meldung, dass die Achievements halt nicht mehr so als safe sind. Außer ich muss irgendwas einstellen. Das habe ich nicht ganz verstanden, was ich einstellen muss. Und daher habe ich jetzt erstmal die Finger von gelassen, weil ich auf jeden Fall noch die Achievements haben möchte. Apropos Achievements. Ich habe gelesen, dass Concerned Ape es jetzt geschafft hat, alle Achievements in seinem eigenen Spiel zu haben. Also er hat es jetzt geschafft, Präriekönig zu schaffen, ohne einmal zu sterben. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und er auch. Also er hat es gepostet, ich habe es gesehen, ich habe es sehr gefeiert. Und ich glaube, morgen kommt ja auch der Patch für die Konsolenvarianten von Stardew Valley. Auf die schon sehr viele Leute warten, was ich mitbekommen habe. Ich freue mich sehr, dass das endlich passiert. Kaufe ich die jetzt alle einmal? Wir machen das einfach mal. Damit wir die gelesen haben. Wenn es jetzt gerade teuer ist. Oh, 50.000 ist halt auch nochmal eine Hausnummer, ne? Bin mir nicht sicher, ob ich das brauche. Ihr habt es mir gesagt und ich habe es vergessen, ob ich das gelesen haben muss. Ein Rezept gelernt. Hat sich doch gelohnt. Sieh mal einer an. Sieh mal einer an. Das war also doch kein rausgeschmissenes Geld. Weil ich war mir ziemlich sicher, dass ich eigentlich alle Rezepte habe. Aber ich habe jetzt gar kein Achievement bekommen. Das macht mich ein bisschen traurig. Habe ich so viel Geld ausgegeben für nichts. Wir wollten aber noch in die Berge reiten. Um Bomben zu kaufen. Wir können eigentlich gerade mal das hier aufmachen. Unsere ganzen mysteriösen Kisten. Nee, ich glaube... Wind hat vor 10 Minuten zugemacht. Ne, schon vor einer halben Stunde. Na gut. Dann reiten wir mal so zum Zwerg. Wir hätten jetzt auch gerade, glaube ich, und die Lore nehmen können. Aber so sehen wir mal wieder ein bisschen was. Ich will hier auch noch ein bisschen was schön machen. Sobald wir den Möbelkatalog haben, werde ich ein wenig, glaube ich, mit Design eskalieren. Solange mir eine Kreativität sagt, mach das, Slurp. So ein Mauscafé wieder bauen. Hä? Das ist hier ein Waschbär geworden. War das schon immer ein Waschbär? Oder hat sich das erst verwandelt mit dem Patch oder schon? Nee, das war noch nie ein Waschbär. Das hat sich jetzt erst mit der Waldfamilie verändert, oder? Das ist ja cool. Ich glaube, das war von Anfang an ein Waschbär. Das war schon immer ein Waschbär, auch schon vor dem Patch. Mag sein, ich freue mich trotzdem drüber. Die meisten Menschen fürchten das Unbekannte. Das haben wir auch schon gelesen. Welche welche Bücher fehlen mir denn noch? So, 40. Jetzt haben wir wieder sehr viel Geld ausgegeben. Ich hoffe, dass sich das lohnen wird. Okay, habe ich auf dem Hof jetzt noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Das Gras machen wir jetzt mal hier in den Boden. Ist nicht das doch irgendwann das Volksfest? Das hätte ich mal vielleicht gucken sollen. Dass morgen Volksfest ist, ich in die Schädelmine gehe. Und ich das Volksfest verpasse. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann verpasse ich das Volksfest. Jetzt, also, das haben wir auch jetzt schon ein paar Mal erlebt. Auch wenn es sich irgendwie falsch anfühlt, muss ich auch zugeben. Okay. Das brauche ich alles. Wir machen auch schon mal unser Inventar leer für morgen. Perfekt. Wie gemütlich das hier drin ist. Jetzt mal den Fenstern. Ich hätte vielleicht diese Fenster mit Rollladen nehmen sollen, die es gibt. Naja. Gut, ich verkaufe dich mal. Dann mache ich hier oben mal Krams rein. Dich nehme ich nicht mit. Dich nicht, dich nicht. Dich nicht, dich nicht. Okay, mein Essen brauche ich.
Zack. Zack. Dich tausche ich noch aus. Hier packe ich die Kohle mal rein. Ich nehme mal 10 mit, warum auch immer. Hier rein kommt... Nee, Quatsch. Hier rein kommt das Erz. Okay. Pferdeflöte könnte eigentlich auch hier rein. Machen wir jetzt aber nicht. Okay, wir haben alles. Ich gehe mal ins Bett, auch wenn es noch sehr früh ist. Aber das ist okay. Hast wieder genug Geld verdient, um die ganzen Buchkosten auszugleichen. Und die Graskosten und die Bombenkosten. Passt. Passt. Ich habe nachgedacht, das Leben ist zu kurz, um schlecht zu essen. Glücklicherweise leben wir in einer der besten Regionen für frisches Grünzeugs und Gemüse. Salat. Hier rein. Oh, ich könnte ja auch ernten. Machen wir jetzt aber nicht heute mit dem Kaffee, sondern machen wir ein andermal, weil ich eigentlich relativ flott jetzt los möchte. Insofern das Spiel es mir natürlich zulässt. Perfekt, höhere Chance für Leitern und Schächte. Ich überlege, ob wir auch so ein Glücksding mal mitnehmen sollten, so ein Glückslutscher. Aber das ist mir, glaube ich, gerade übertrieben. Dafür bin ich nicht gut genug vorbereitet. Hier rein. Ich meine, die Pferdeflöte kommt auch hier rein. Nee, nee, nee. Dann machen wir nochmal so einen richtigen Run. Dann kaufen wir uns auch Megabomben oder stellen die her. Damit das sich richtig lohnt. Wir sollten auf jeden Fall aber eine Glücksmahlzeit oder sowas mitnehmen oder so einen würzigen Aal. Das wäre eine gute Idee. Perfekt, wir müssen eh nochmal ins Haus. Zack. Okili-dokili. Weiter geht's. Einmal hier runter. Hier müssen wir das auch nochmal alles irgendwie schöner machen. Das gefällt mir alles auch noch nicht. Schlimm. Sehr schlimm. Also im Sinne von überhaupt nicht schlimm, aber bisschen gepflegter wäre schon, würde mir schon besser auch gefallen. Okay. Perfekt, wir haben jetzt 10 nach 8. Haben noch genug Zeit, bis Pam an die Bushaltestelle geht. Genau, wir machen den Run mit dem Lutscher, wenn wir auch den Obelisken haben für die Wüste. Und ihr habt gemeint, ich soll mal einen Stachelrochenteich aufstellen. Das wäre auch eine ganz coole Idee. Hier rein. Hier können wir gerade mal verkaufen noch. Hier kommt der Käse rein. Vielen Dank. Und jetzt gucken wir gerade nochmal so nach. Haben wir eine Glücksmahlzeit? Eine. Plus 3 Glück allerdings. Ne, wir nehmen ja so einen würzigen Aal mit. Ja, das reicht erstmal. Guten Morgen, Drava. Du siehst so cool aus mit der Kappe. So, dann kommst du hier hin. Dich nehme ich direkt hier rein. Zack, zack. Du kommst auch mal in eine andere Spalte, bevor ich dich aus Versehen benutze. Tschüss, Lea. Heute ist aber nicht das Volksfest, oder? Nee. Und hier können wir gerade sammeln und verkaufen.
Hallo Pam. Hi Pam. Bitte komm zurück, wenn der Busfahrer da ist. Na gut. Hi Pam. Ich hab's ein bisschen eilig. Wenn man auf die Arbeit kommt und direkt in der ersten Sekunde, wenn man die Tür betritt, des Büros direkt loslegen muss. Fürchterlich. Entschuldigung, Pam. Ich habe früher mal bei einem Supermarkt gearbeitet und dann haben immer schon eine Stunde, bevor ich den Laden aufmachen konnte, oder der Laden aufgemacht wurde, schon so viele Leute gestanden. Vor allem halt Senioren. Das waren immer so ein bisschen, ihr habt doch alle Zeit der Welt, warum schlaft ihr nicht? Wahrscheinlich, weil sie nicht mehr schlafen konnten. Artefaktfunde können wir uns noch holen, brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir auch nicht mehr. Was kann man sich denn noch bei den Omnigioden hier holen? Das Teleport-Totem. Brauchen wir noch das Rezept. Metterlingstall, den will ich auch noch irgendwann haben. Den grünen Turban können wir uns holen und den magischen Cowboy-Hut. Das sind sehr schöne Sachen natürlich. Das dunkle Klavier, das ist auch schick. Ja, gibt schon coole Sachen hier in der Wüste. Würde sie das mal geklärt haben. Witziger Aalessen. Was war das hier eigentlich für ein Knopf? Das habe ich auch noch gar nicht rausgefunden, oder? Was der macht. Von wegen, es gibt mehr Schächte. Nix. Eine Bombe gelegt. Direkt enttäuscht. Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach Schlangen und Schätzen. Plumpsi. Plumpsi, wo bist du? Plumpsi. Oder Sprossi. Bitte komm zu mir. Ist ja gar nichts. Weder Plumpsi noch Sprossi. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Buff hier oben gar nicht so viel bringt. Und dafür tauchen jetzt hier wahrscheinlich 3 Stück auf oder sowas. Gar nichts. Das ist auch enttäuschend. Eigentlich habe ich heute insgesamt super wenig Glück, wenn wir die Kohle mitnehmen sollen. Deshalb, das ist eine Monsterebene. Wir müssen kämpfen, oh nein. Ich habe keine Leitern dabei. Oder Treppen. Hä, der war die ganze Zeit hier. Gar nicht kämpfen müssen. Das ist wahrscheinlich so implementiert in diese Ebene, dass hier immer am Ende eine Leiter ist. Komm mal her erst. Das dauert nicht so lang. Wo sind denn die ganzen? Wo sind Schachti, Plumpsi und Sprossi? Da. Schon auf zu meckern. 8 Ebenen. Nice. Hier perfekt. Lange. Jetzt noch was essen. Na, das ist großartig. Danke für den Tipp, dass die so stark ist. Hätte ich mir auch schenken können gerade. Das war gerade einfach nur Brain AFK. Wenn das Gehirn einfach auf Durchzug geschaltet ist. Weil es slurpt manchmal den halben Tag.
andere Hälfte des Tages schläft er nämlich. Wow, wie cool! Hallo! Und jetzt finden wir einen Schatz! Oder auch nicht. Weil dann bald haben wir den Napalmring. Dann haben wir unsere Ringkombis abgeschlossen. Und das wäre schon sehr, sehr cool. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Das war ein guter Crit, unnötigerweise. Würde die gar nicht besiegen müssen. Dann nehmen wir mal die Steine hier mit. Zack. Brossi. Brossi, kannst du eigentlich mal wieder Plumsi einladen? Ich würde gerne noch mal ein bisschen mich mit Plumsi unterhalten. Na gut. Nehmen wir halt nochmal Sprossi. Jetzt nochmal so ein Autostreichler. Ich will es nicht beschwören, aber... Liebes Spiel. Ich probiere es nochmal genau wie mit... den Artefakten, die uns gefehlt haben. Ich würde mich jetzt über einen Autostreichler freuen. Hinter dieser Leiter wird ein Schatz sein. Und da wird ein Autostreichler kommen. Das wäre so cool gewesen. Ich hätte so Bock gehabt. 5 Ebenen. Das ist so ein... Freuen die sich darüber, dass sie jetzt erlöst sind? Dass sie nicht mehr als Untote hier rumlaufen müssen? Oder sind sie traurig? Ich kann das immer nur so schwer einschätzen. Vielleicht ist es auch absichtlich, dass es beides nach beidem klingt. Sollten wir so ein Bomben auch ein bisschen sparsamer sein, um ehrlich zu sein? Kann ich ja eigentlich auch Drachenzähne finden? So eine Iridiumscherbe würde ich auch nochmal nehmen. Liebes Spiel. Iridiumscherbe. Nur mal so nebenbei ganz entspannt erwähnt. Iridiumscherbe wäre großartig. Aber wir haben exakt null Energieverschwendung. Also da ist die Effizienz der Spitzhacke schon ganz cool. Also null ist halt... Null ist null. Ach die. Plumsi. Ja, ich glaube, Plumsi ist so ein bisschen schüchtern, weil ich die ganze Zeit den falschen Namen benutze. Goldener Sporn. Kritische Treffer geben wir für 90 Sekunden einen Geschwindigkeitsschub. Oder was war das für ein Geräusch? Haben wir die Challenge geschafft? Dass wir... Nee, dann hätte es ja gestanden, dass wir alle... dass wir alle Schlangen besiegt haben. Sieben Ebenen. Der Schleimschammerring ist der beste Ring. Hier legen wir mal eine Bombe, hier lohnt sich's. Ah, da ist doch die Treppe. Brossi, ich komme! Zu finden, das heißt aber, dass sie einfach da sind, wenn es heißt, sie zu finden, oder einfach auch durch Steinzerstörung finden.
Hallo, Plumpsi. Danke, Plumpsi. 5 Ebenen. Da habe ich leider noch nicht eine Schatzebene gefunden. Das finde ich ja noch cool. Aber wir haben schon ein paar Schlangen besiegt. Das ist auch schon sehr, sehr gut. Aber jetzt noch so ein Autostreichler zur Belohnung. Würde ich nicht nein sagen. Ich darf die Zeit noch nicht aus dem Augenblick verlieren. Im Augenwinkel. Schade. Jede Ebene denke ich mir so, ah, könnte passieren. Oh. Kommen hier Geister oder kommen hier Schlangen? Schlangen, oder? Hätten wir vielleicht auch Monstermoschus noch nehmen sollen. Danke, Eispfeil. Danke, Eispfeil. Eispfeil ist großartig. Er gleicht einfach meine Langsamkeit aus. Blumsi, vielen Dank. 8 Ebenen. Soll ich erst nochmal was? Aber immer noch keine Schatzebene. Kann es sein, dass es irgendwie... Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es auf den Ebenen 1 bis 100 eine Schatzebene gibt, danach 2, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ich meine, ich habe schon unter der Ebene 100 2 Schachtebenen gefunden. Schatzebenen. Schachtebenen. Schatzebenen, meine. Aber... eine coole Ebene. Ich glaube, ich habe auch schon mal gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Wow. Zwei Bomben nur noch. Hier. Und hier. Jetzt finden wir nochmal Plumpsi. Und fallen direkt in eine Schatzebene hinein. Ich denke, das ist nicht zu viel verlangt. Schade. Iridium-Scherbe. Wo bist du denn? Komm zu mir. Scherbe und der Schatz. Ich suche euch. Hm.
Nirgends. Nicht einen Schatz gefunden. Das ist ein bisschen schade. Ich würde sagen, so um 1, halb 2 teleportieren wir uns zurück. Wenigstens haben wir ein paar Schlangen besiegen können. Das war schon mal viel wert. Ich glaube, die wird ja auch, die Höhle wird ja auch irgendwann von Mr. Key zurückgesetzt. Sollten wir auch nochmal einen Blick drauf haben. Dafür Schlangenjagd bin ich aber auch zu schnell teilweise durch die Ebene jetzt geflitzt. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen müssen, damit die auch auftauchen. Aber es ist immer der Ehrgeiz, wie tief kommt man? Ja auch, es spielt ja auch mal bei mir ein bisschen mit rein. Und die besiegen dann noch die Schlange. Gehen hier nochmal runter. Hier ist auch nichts. Auch kein Schatz. Na gut, ich glaube, wir teleportieren uns zurück. Das ist okay. Das ist okay. Oh, wir haben ja so einen coolen Bergarbeiterleckerbissen gefunden. Tag. Ah, ich hatte es mir ein bisschen erfolgreicher gewünscht. Aber alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Hier, liebe Leute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Jetzt über 150 Folgen. Vielen Dank für eure ganze Treue hier für den Kanal, für das Let's Play, für die anderen Let's Plays, die ich mache. Einmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an euch. Wirklich super. Eure ganzen Kommentare, die motivieren mich immer wieder. Die geben mir großartige Hinweise, Tipps, dass wir hier gemeinsam in dem Spiel erfolgreicher sein können. Ein bisschen was erleben können, kleine Easter Eggs entdecken. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid großartig. Vielen Dank auch an die Kanalmitglieder. Ihr motiviert mich auch immer wieder. Vielen Dank an eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, einmal einen Daumen nach oben. Das wäre großartig. Wenn ihr neu seid und Spaß hattet, könnt ihr auch gern abonnieren. Wäre auch großartig. Vielleicht machen wir irgendwann mal die 1000 voll. Das wäre super. Und ansonsten, habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt anständig und ciao.